meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ein Politiker über Kommunikation im Machtraum Politik reden soll, das ist das Thema, das mir die Veranstalter avisiert haben, also maßgeblich über das Verhältnis von Politik als Produzent von Nachrichten und Botschaften und den Medien als den Transporteuren und Verwertern dieser Botschafter, dann betritt er zweifellos sehr dünnes Eis. Denn ich habe zu häufig in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, als Politiker bestimmte Erscheinungsformen der medialen Welt zu analysieren und zu kritisieren. Der Selbstverteidigungskasten von Medienvertretern in dem Augenblick, wo Politiker sich kritisch mit den Medien beschäftigen, ist sehr gut entwickelt. Der Hauptvorwurf lautet, Herr Steinmeier, wollen Sie Medienschelte betreiben? Das ist so ziemlich der Knockout, um jeden Politiker dann sofort mundtot zu machen. Noch ärger wird es, auch wenn wichtige Verbandsvertreter von Journalisten auf kritische Einwendungen sagen, Herr Steinmeier, wollen Sie die Pressefreiheit abschaffen? Auch das kommt aus dem Selbstverteidigungskasten oder aus dem Handbuch der Immunisierung gegenüber Kritik aus den Reihen der Politiker. Und dies ist aktuell deshalb noch schwieriger geworden, weil über die unappetitlichen Erscheinungsformen von manchen Demonstrationen ein alter Begriff aus der Nazi-Zeit seine Runde macht, nämlich derjenige der Lügenpresse, mit dem man sich natürlich in seiner eigenen Analyse nicht gemein machen möchte. Trotzdem, ich glaube, dass eine sehr kritische Betrachtung über manche Erscheinungsformen im Verhältnis von Politik und Medien auf der Tagesordnung steht. Und ich mache gelegentlich die Erfahrung, dass es kaum anderen in einem Bereich in der öffentlichen Kommunikation so sehr gelingt, sehr gut im Austeilen zu sein und so sehr empfindlich im Einstecken. In der Boxersprache nennt man das ein Glaskinn. So, damit ich nicht falsch verstanden werde, will ich gleich am Anfang, und zwar nicht nur aufgesetzt oder taktisch, ein klares Bekenntnis abgeben zu einer freien und unabhängigen Presse, ja mehr als das, zu einem Qualitätsjournalismus, den wir in Deutschland nach wie vor, wie ich finde, bemerkenswert haben. Jeder Besuch im Ausland macht deutlich, dass in Deutschland dieser Qualitätsjournalismus sowohl auf digitalen Plattformen wie im Printbereich, wie im elektronischen Bereich, im Fernsehbereich nach wie vor gegeben ist. Und wir eine Zeitschriften- und Zeitungslandschaft haben, die sich messen kann mit allen anderen der Welt. Ich kann mich erinnern, wie ich früher ein großer Bewunderer englischer Zeitungen gewesen bin, als ich als ziemlich junger Mann mit Ende 18, 19 britische Sonntagszeitungen konsumiert habe. Und wenn ich mir heute die britische Zeitungslandschaft angucke, dann kann man nur verzweifeln. Also am Anfang steht, ja, als Politiker gestehe ich sofort ein, und zwar aus Überzeugung, dass wir an einer unabhängigen, freien, kritischen, investigatorisch guten Presse und entsprechenden Medien einen großen Bedarf haben und ich mir anders ein demokratisches Gemeinwesen gar nicht vorstellen kann. Ich lehne es auch ab, in diesem Zusammenhang über eine vierte Gewalt zu reden. Aber ich gebe zu, und das ist eine erste kritische Bemerkung, Medien und ihre Vertreter können gelegentlich sehr gewalttätig sein. Einer, der dies am eigenen Leib sehr stark erfahren hat, ist niemand anders als der frühere Bundespräsident Christian Wulff, wie Sie vielleicht erinnern werden. Es drängt sich deshalb gelegentlich der Eindruck auf, dass vereinzelte Presseorgane oder Journalisten sich berufen fühlen, nicht nur über Politik zu berichten, auch kritisch, auch über ihre Protagonisten, sondern politische Entscheidungen und Personalentscheidungen auch beeinflussen wollen. Dies halte ich für eine Anmaßung. Die Griechenland-Berichterstattung ist übrigens ein sehr junges Beispiel. Aber das Hoch- und auch Niederschreiben politischer Vertreter hat zu häufig stattgefunden, als dass ich nicht der Medienlandschaft insgesamt, aber Teilen abspreche, dass sie in der Tat Politik nicht nur kontrollieren wollen, sondern auch eine gezielte Beeinflussung und damit auch, um den Begriff zu zitieren, auch eine Macht ausüben. Das Thema Macht des diesjährigen Ihres Kommunikationskongresses ist daher sehr gut gewählt, wie meines Erachtens ich bisher angedeutet habe. Ich glaube, dass sich in der Tat in den letzten Jahren auch unter dem Eindruck von digitalen Plattformen das Machtgefüge zwischen Medien und Politik deutlich verändert hat. Die klassischen Medien, diejenigen, die etabliert sind und mit denen ich aufgewachsen bin, haben natürlich gegenüber den digitalen Medien deutlich an Einfluss verloren. Und das hat auch zu Qualitätsänderungen geführt. Der amerikanische Journalist und Autor Walter Lippmann hat über Zeitungen einmal gesagt und damit auch über Zeitschriften, von mir aus auch über Fernsehfeatures,
Sie seien das Ergebnis einer ganzen Reihe von Selektionen. Mit anderen Worten, die klassischen Medien seiner Zeit bestimmten, welche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und welche nicht. Das klingt vielleicht für Sie zunächst erschreckend. Aber tatsächlich gab es diese Gatekeeper-Position, wie ich fand, durchaus in einer positiven Hinsicht. Es wurde nämlich über diese klassischen Medien und ihre Vertreter in einem großen Verantwortungsbewusstsein darüber entschieden, was ist wichtig und was ist unwichtig, was ist hauptsächlich und was ist nebensächlich. Und wenn ich mir die Medienlandschaft angucke, auch in ihrer Berichterstattung über Politik, überwiegt inzwischen das Unwichtige, das Nebensächliche in vielen Fällen. Wenn ich nach einer Veranstaltung im Rahmen eines Auftritts, ich glaube vor dem Berliner Ensemble, im Rahmen einer Matinee, ungefähr anderthalb Stunden einem sehr dialogischen Format zur Verfügung stehe, wo es wirklich um Substanz und um politische Inhalte geht. Und anschließend kommt in der politischen Berichterstattung nur meine Ausführung über Pinot Grigio-Preise vor. Denn ist das ein Beispiel, was nebensächlich hochgejatzt worden ist. Wenn es nach einem Fernsehduell seinerzeit kurz vor der Bundestagswahl zwischen Frau Merkel und mir anschließend nur noch um die Deutschlandkette von Frau Merkel geht, dann haben Sie ein Beispiel für ein Stichwort, das ich mehrfach aufgreifen werde, für die Banalisierung von Politik und damit auch für die Entpolitisierung des öffentlichen Raums. Die klassischen Medien seinerzeit, bevor wir mit dieser Nachrichtenflut aus verschiedenen Gründen konfrontiert worden sind, bestimmten deshalb, welche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Und in der Tat, das Internet, Online-Dienste, Blogger, YouTuber haben dies radikal verändert. Potenziell kann nun jeder Nutzer platzieren, was er gerne möchte, was er für wichtig hält. Und in der Folge haben auch traditionelle Medien gegenüber digitalen Medien klar an Einfluss und an Verbreitung verloren. Dies kann man erkennen an Quoten und an Auflagen. Wir haben es über diese auch technisch induzierte Entwicklung mit einer enormen Beschleunigung zu tun. Eine Beschleunigung auch im Wettbewerb um Quote, Klicks und Auflage. Wir haben es mit einem verschärften Aufmerksamkeitswettbewerb zu tun. Und dieser Wettbewerbsdruck ist für viele enorm gestiegen und erfasst zunehmend Journalisten, die zunehmend unsichere Verträge haben, die auf Aufgabenfelder gebracht werden, für die sie eigentlich ursprünglich nie engagiert worden sind, wo es inzwischen Praktikanten gibt, die ausgenutzt werden, aber die zu politischen Interviews geschickt werden. Wir haben es damit zu tun, dass die materielle, existenzielle Situation von vielen Journalisten sich darüber deutlich verschlechtert hat. Ich werde nie vergessen, wie nach einer längeren Sitzung, die erst um 2 Uhr beendet war, im Gebäude des Bundesrates, Vermittlungsausschuss, mich nachts um 2 eine junge Journalistin abfängt und mir eine Frage stellt zu dem Verlauf dieser Vermittlungsausschusssitzung, die nicht zu beantworten war. Warum? Nicht, weil ich garstig war, nicht, weil ich übermüdet war, nicht, weil ich arrogant war, sondern weil die Frage schlicht und einfach keinen Sinn machte. Und daraufhin fragte ich diese junge Frau, höchstens Anfang 20, Mitte 20, was machen Sie hier noch? Und daraufhin, fast erschütternd, sagte sie zu mir, ich brauche was. So, dann habe ich ihr die Frage gestellt, Sie wissen noch gar nicht, wer ich bin. Und unter größter Verletzung meiner Eitelkeit sagte sie, ja. Die war als junge Praktikantin schlecht bezahlt losgeschickt worden, um über einen gewissen strittigen Stoff, den ich nicht mehr erinnere, aus diesem Vermittlungsausschuss zwischen Bund und den Ländern zu berichten. Und sie hatte keine blasse Ahnung, sondern sie war wahrscheinlich von einem Chefredakteur oder einem leitenden Redakteur ihrer Agentur losgejagt worden. Wir müssen morgen um 7 irgendeine Meldung darüber haben. Wir haben uns dann geeinigt, ich habe ihr die Frage formuliert. Und ich habe ihr versprochen, ihr mehr zu sagen als am nächsten Tag allen anderen Journalisten. Ohne dass Sie es missverstehen, ich habe sie sehr glücklich gemacht. So, die Folge dieser Beschleunigung, um aus dem Anekdotischen eher wieder herauszukommen, sondern den Ernst des Themas, dieser verschärften Aufmerksamkeitswettbewerbes ist ziemlich klar. Es sind drei Tendenzen. Es ist die Skandalisierung, es ist die Personalisierung und es ist die Banalisierung. Alle drei Phänomene haben deutlich zugenommen. Inhalte verkaufen sich offenbar sehr viel schlechter als personenbezogene Geschichten, was dazu führt, dass Politik zunehmend als eine Duellsituation zwischen Kontrahenten dargestellt wird.
Und eines Tages wird die Politik mit ihren Vertretern, wie ich glaube, von den politischen Seiten in die Feuilleton-Seiten und abschließend in die Sportseiten degradiert werden. Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Wer hat sich durchgesetzt? Wer hat sich nicht durchgesetzt? Wirklich nach dem Motto, ist das ein Sportereignis? Wer hat in diesem Duell überlebt und wer nicht? Worüber für das breite Publikum, das informiert werden soll, völlig verloren geht, dass Politik aus nichts anderem besteht als einer Kompromissfindung. Der Kompromiss ist konstitutiv für eine funktionierende Demokratie. Wenn wir Politik aber zunehmend als eine Duellsituation, als Gewinner und Verlierer darstellen, dann ist es kein Wunder, dass der Kompromiss in Deutschland nicht zuletzt aufgrund einer langen historischen Tradition immer als faul, immer als etwas Unzureichendes gilt. Ohne ihn kommen wir aber nicht aus. Übrigens so wie Sie und ich auch nicht in unserem Privatleben. Die Skandalisierung ist notwendig, um möglichst sehr schnell immer mit neuen Schlagzeilen, immer neuen Berichten, wenn nicht Breaking News, auf dem Sender zu sein. Online-Dienste kennen dies und inzwischen Nachrichtenspartensender auch. Sie müssen alle 2 bis 3 Stunden etwas völlig Neues bringen, damit der Klick kommt. Was dazu führt, dass zunehmend auch Verwischungen stattfinden zwischen Inhalten und Personen, zwischen Berichterstattung, Faktendarstellung und Kommentar. Früher eine journalistische Tugend, ganz klar, die Faktendarstellung sauber zu trennen von dem Kommentar. Und die Banalisierung erfolgt über das, was ich schon dargestellt habe, nämlich indem aus Veranstaltungen bestimmten politischen Botschaften schlicht und einfach das Nebensächliche oder das Unwichtige herausgenommen wird. Der Echtzeitjournalismus nimmt zu. Können Sie sich an die Berichterstattung erinnern nach dem Absturz der German Wing-Maschine, was da stattgefunden hat, um Echtzeitjournalismus ins Bild zu setzen? Ist das nicht beunruhigend gewesen? Bis hin zu den banalsten Interviews, die es gegeben wurde, bis hin zu den peinlichsten Situationen, wo vor Ort teilweise die Eltern oder die Freunde oder die Anverwandten von Opfern ausgequetscht wurden im Rahmen dieses Echtzeitjournalismus. Ich bin gleich zu Ende mit meiner Schelte, denn ich komme auch auf die Politiker zu sprechen. Ich frage mich nur, ob der Rückgang von Lesern und auch von Zuschauern nicht damit auch zusammenhängt. Und ich frage mich, ob nicht die Zweifel, die es von vielen Menschen gibt, zunehmend an der Problemlösungsfähigkeit von Politik, zunehmend auch gelten der Informationskompetenz von etablierten Medien. In den Berichten, die ich teilweise verfolge, habe ich den Eindruck, dass kein Mensch mehr bezahlt Medien dafür, dass sie ihm zeigen, was er selbst sehen kann, sondern sie sind bereit, nur für etwas zu zahlen, was er selber nicht sehen oder erfahren kann. Dann reden wir über Kalibrierung, Auswahl, Zuspitzung, Interpretation, Erklärung. Das vermisse ich. Das heißt konkret, es gilt die Kernkompetenz der Medien, wie ich glaube, neu zu definieren, nämlich den Strom von Informationen, diese Informationsflut zu kanalisieren, nach News wird zu kalibrieren, während das Internet im Augenblick in meinen Augen alle Schleusen öffnet und die Bürger in einem Informationsüberfluss zu ertrinken drohen. Zusätzlich konfrontiert werden, jedenfalls über neue Plattformen, auch mit den Enthemmungen, die stattfinden über YouTuber und Blogger. Gossip und Trash, meine Damen und Herren, gibt es im Internet reichlich und umsonst. Und die Medienvertreter sollten den Wettbewerb um den ersten Platz im Sumpf nicht interpretieren als ein tragfähiges Modell für ihre Geschäfte. Nun gebe ich zu, dass auch die Politik daran an keinem Fall unschuldig ist. Im Gegenteil. Ihre Sprache, die teilweise unverständlich ist, ihre Lehrsätze und Lehrformeln, ihre Nullsätze führen dazu, dass natürlich dies auch aufgegriffen wird und dass sich nicht nur Medien, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger von ihr abwenden. Mein schönster Nullsatz lautet, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine gute Basis. Mit dem Satz kommen Sie spielend durch. Sie finden auch innerparteilich keinen Widersacher. Weder Herrn Bosbach bei der CDU noch Herrn Stegner bei der SPD. Sie können einfach nichts dagegen sagen. Sie ecken auch nicht an. Sie provozieren nicht. Das merkwürdige Erscheinungsbild ist, dass wenn man im Gespräch mit vielen Bürgern und auch Medienvertretern ist, kommen Sie zu dem Ergebnis, ja, wir wollen schon Politiker, einen Politikertypus haben, der eine Aussage trifft. Aber wehe, sie tun es. Ein klassisches Beispiel ist, dass ich vor Jahren, ist lange her, deshalb
trifft mich das nicht mehr, bei irgendeiner Gelegenheit mal ein Interview gegeben habe, ich glaube sogar für eine TV-Zeitschrift und gesagt habe, wir müssen uns vielleicht vor dem Hintergrund auch der demografischen Entwicklung und der angespannten Situation unserer Sozialsysteme darauf einstellen, unseren Zukunftskonsum zu verringern zugunsten von Zukunftsvorsorge. Und das könnte auch bedeuten, dass man nicht 2 oder 3 Reisen pro Jahr machen kann. Der Aufmacher war grandios, nach dem Motto, Steinbrück möchte den Deutschen ihre Tourismuspläne vorschreiben. Als ich an einer anderen Stelle darauf hinwies, dass es nach Lage der Dinge und vielen kontroversen Debatten einer Rentnergeneration in Deutschland noch nie so gut gegangen ist wie heute, die aber die größten Klagen führen, war es ein Berliner Boulevardblatt, nicht mit 4 Buchstaben, mit 2 Buchstaben, das in ungefähr 10 Zentimeter großen Lettern die Beleidigung der Rentner durch Steinbrück deutlich machte. Statt inhaltlich die Debatte aufzugreifen, ob dies nicht eine völlig richtige Ansage ist vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen, die wir haben und ihren Auswirkungen auf die Finanzierungsgrundlagen zum Beispiel der Rentenversicherung und der Gesundheitsfinanzierung für nachfolgende Generationen. Das heißt, diese Politiker geben mit ihrer Bereitschaft, auch sich selbst darzustellen, ihrer Bereitschaft, Home-Stories abzugeben, bis hin zum eigenen Hund. Kleinkinder sind auch immer gefragt, wenn man sie streichelt. Bis hin zu ihrer Sprache geben sie selber Anlass, insbesondere auch mit Blick auf ihre Auftritte und ihre, fast hätte ich gesagt, ihre, naja, ich lasse das Wort lieber weg, dann habe ich wieder dicke Buchstaben. Also ihre Bereitschaft auch zum Talkshow-König zu avancieren. Beispiele gibt es genug. Ich glaube deshalb, dass es dort ein Zusammenwirken gibt. Das Verhältnis von Politik, Medien und Gesellschaft unterliegt im Augenblick einem sehr grundlegenden Wandel. Auf der einen Seite eine beschleunigte, wie ich es genannt habe, Aufmerksamkeitswettbewerb unter teils völlig veränderten existenziellen materiellen Rahmenbedingungen für Journalisten. Auf der anderen Seite politische Akteure, die gerne im Ungefähren bleiben, um nicht zu provozieren. Und flankiert und gestützt wird dies von einer Bevölkerung, die zunehmend, so scheint es mir jedenfalls, den Rückzug aus dem politischen Raum angetreten hat. Es gibt eine bemerkenswerte Untersuchung eines Institutes, Sozialwissenschaftlichen Institutes in Köln. Das kommt zu dem Ergebnis, dass weite Teile unserer Bevölkerung sich gerne bequem in einer permanenten Gegenwart einrichten möchten. Was heißt das für die Zukunft dieses Landes? Was heißt das für die Sicherung einer inneren Stabilität? Was heißt das für die Sicherung einer Wohlstandsbasis angesichts sich dramatisch verändernder Proportionen weltweit? Die parlamentarische Demokratie, die von der häufig schwierigen Suche nach Kompromissen und Ausgleich, wie ich gesagt habe, lebt, kann jedoch nur funktionieren, wie Herfried Münkler mal geschrieben hat, wenn es ihr gelingt, politische Entscheidungsprozesse zu entschleunigen und aus dem Rubrum oder unter dem Rubrum wegzutauchen der sogenannten Alternativlosigkeit und ihren eigenen Rhythmus zu gestalten und sich nicht abhängig zu machen von dem Verwertungsrhythmus von Nachrichten. Gleichzeitig müsse die Politik dafür sorgen, so Münkler weiter, anstehende Entscheidungen in der Tat zu alternativen Antworten zuzuspitzen und dem Wähler zumindest 2 Möglichkeiten so zu vermitteln, dass er sie begreifen und beurteilen kann. Diese Voraussetzungen, an denen Münkler immerhin die Funktionsfähigkeit unserer parlamentarischen Demokratie festmacht, stehen in meinen Augen in Frage. Denn eine entsprechende Entschleunigung im medialen Bereich ist in meinen Augen so wahrscheinlich wie die Rückkehr zum Fernschreiber. Außerdem in der Tat, die Vermittlung politischer Themen ist nicht nur eine Frage der Hohlschuld durch Staatsbürger, an denen ich gelegentlich auch Kritik übe, in einer erstaunlichen Bequemlichkeit alles gabelfertig haben zu wollen, sondern sehr viel kritischer gebe ich zu, es liegt auch an der Bringschuld einer häufig sehr hölzernen Kommunikation der Politik. Wenn Politik verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will, dann reicht dafür die bloße politische Legitimation durch Verfahrenstreue nicht mehr aus Anfang des 21. Jahrhunderts.
Alleine der Hinweis, ich habe mich getreu an parlamentarische Verfahrensregeln, an Rechtsvorgaben gehalten, reicht nicht mehr aus, um Menschen mitzunehmen und für politische Themen zu interessieren. Sondern wir brauchen zunehmend, und das ist ja auch ein Kern Ihres Kongresses, wir brauchen politische Legitimation durch Kommunikation. Das heißt, zuhören, erklären, beteiligen, insbesondere die Betroffenen, schlussfolgern, aber dann auch, wenn man die entsprechenden Mehrheiten hat, umsetzen. Das wird ein langwieriger Prozess vor dem Hintergrund des Vertrauensverlustes, den wir bereits erlitten haben, meine Branche. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass dem Phänomen einer verbreiteten Politikverdrossenheit, und dann kehre ich zurück zu den Medien, auch eine entsprechende Medienverdrossenheit folgen könnte. Und ich wundere mich, dass die Alphatiere des Journalismus, und davon gibt es genauso viele wie in der Politik, dass sie sich zunehmend selbstkritisch mit diesem Phänomen der Medienverdrossenheit beschäftigen. Die enorme Deutungsmacht, die Medien haben heute zunehmend, bei einem gleichzeitigen Vertrauensverlust politischer Institutionen und der Tendenz der Medien, Politik zunehmend zu personalisieren und zu skandalisieren, kann nicht nur zur Entpolitisierung beitragen, sondern auch dazu führen, dass der behäbig und teilweise unfähig anmutende Politikbetrieb kaum noch Attraktivität für einen Nachwuchs hat. In Nordrhein-Westfalen werden bei einer Kommunalwahl ungefähr 10.000 Mandate, nicht ausgeschrieben, aber sind zu besetzen. Die beiden großen Volksparteien haben zunehmend Probleme, dafür Bewerber zu bekommen. Das sind überwiegend übrigens ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker, nicht hauptamtlich. Sind fern von dem Verdacht, dickes Geld zu verdienen, die kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber die führen zu Hause mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau einen Dialog, der ungefähr wie folgt geht. Du sitzt da immer noch bis 23 Uhr im Schulausschuss unserer Stadt und morgen wird unsere Tochter in der Schule wieder von ihrem Lehrer angebaggert. Und diese Anrufe, die wir um 0.15 Uhr kriegen, weil die Laterne links um die Ecke nicht funktioniert und die Straßenbahn verspätet kommt, die will ich auch nicht mehr hören. Und nur weil wir dieses kleine Grundstück am Stadtrand bekommen haben, habe ich die Debatte in dem Lokalblatt über Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme, habe ich langsam satt. Komm, guck mit mir Tatort und Sportschau. Viel besser. Warum strebst du ein politisches Mandat an? Wenn wir teilweise ausgezogen werden bis auf den letzten Knopf unserer Privatheit und wenn deine Zeitökonomie dich derartig in Anspruch nimmt, dass du Lebensqualität verlierst. Eine hochgefährliche Entwicklung für die demokratische Substanz. Werden sich nicht mehr genügend Frauen und Männer bewerben für entsprechende Mandate. Deshalb kann ich verstehen, die Kritik, die es an der Politik, an ihren Ausdrucksformen, an ihrer unzureichenden Kommunikation gibt, all dies ist berechtigt. An ihrer Sprache, an dem, was ich bezeichnet habe, ihre Politik des Ungefähren und der Alternativlosigkeit. Aber in dem Augenblick, wo wir es mit einer Stimmungslage zu tun bekommen, wo diese Kritik an der Politik, an ihren Protagonisten, an ihren politischen Parteien überspringt in eine Politikverachtung, werde ich gelinde gesagt deutlich und aggressiv. Denn dann frage ich Sie, wer anstelle von demokratisch verfassten Parteien für demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen in unserem Gemeinwesen denn sorgen soll? Wer denn? Talkshows? Ihre Fernsehbedienung, nach dem Motto, bei Ja drücken Sie bitte 1, bei Nein drücken Sie bitte 2. Bürgerinitiativen, die ihren Sinn haben mögen, zeitlich begrenzt und bezogen auf bestimmte Projekte oder Fragen. Ein Altmännerrat, wer denn? Weil ich zunehmend vielen Veranstaltungen spüre, die enorme Distanz, die es gegenüber diesen Parteien gibt. Dazu tragen Sie selber bei, aber nicht nur. Sondern wenn dieses Land verliert, Frauen und Männer, die bereit sind, sich im Rahmen einer Partei, und anders lässt sich das kaum organisieren, es sei denn, man kandidiert als freier Kandidat, was es auf Kommunalebene gibt, wenn es die nicht mehr gibt und wenn Parteien nicht mehr der Organisationsraum sind, wo die sich bewerben können, und wenn wir daher keine funktionierenden Parlamente mehr haben, dann haben wir ein Problem. Und das fällt uns dann meistens auf, wenn es zu spät ist. An diesem Prozess sind Medien und Politik beide beteiligt. Ein Ansatz in diesem schwierigen Verhältnis zum Schluss könnte es sein, einfach mehr Respekt wechselseitig für die jeweilige Funktion zu entwickeln. Von Seiten der Medien und ihrer Vertreter gegenüber den Politikern und ihrer Aufgabe, möglichst dieses Gemeinwesen intakt zu halten, was schon eine Riesenaufgabe ist.
Und umgekehrt der Politiker anzuerkennen, dass wir unabhängige, freie, kritische, investigatorisch gut aufgestellte Medien in diesem Land brauchen und dass das zur Qualität dieser Demokratie gehört. Wenn wir diesen Respekt wechselseitig entwickeln könnten unter den veränderten wettbewerbsrechtlichen, auch technischen Rahmenbedingungen, dann wäre das ein enormer Fortschritt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.